Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dr. Bergmann nannte im Februar die Landesplanung eine der oft verkannten Königsdisziplinen der Landespolitik, und Herr Ellerbrock bezeichnet sie als zentrales Steuerelement oder Steuerinstrument der Staatskanzlei. Richtig, daher ist die aktuelle Novelle des LEP auch so wichtig und dort auch richtig aufgehoben. Jeder im Stream und hier im Saal oder beim Mittagessen, auch Sie, die Gäste auf der Tribüne, sollten sich einmal mit dem Landesentwicklungsplan, dem LEP NRW, beschäftigen. Googeln Sie danach. Es gibt gerade das Beteiligungsverfahren, wie wir gehört haben, und das heißt, Sie können sich beteiligen. Im Landesentwicklungsplan wird grob festgelegt, wie sich NRW im Raum entwickeln soll. Es gibt da also Aspekte für Geografen, für Raumplaner, zur Stadtentwicklung und zur landwirtschaftlichen Entwicklung, zur Infrastruktur und zum Umweltschutz. Und auch zu Standortfaktoren und zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Leider wird die Landesplanung in der Politik allzu häufig und vor allem auch in der Rede von Herrn Bergmann eben auf die Förderung der Wirtschaft durch raumplanerische Maßnahmen beschränkt. Das ist schade. Und vielleicht überwiegen da die wirtschaftlichen Interessen bei den Mitwirkenden. Dabei betrifft die Landesplanung das ganze Leben in NRW und nicht nur das wirtschaftliche Dasein. Das Ziel ist ein gutes NRW in der Zukunft, in Raum und Infrastruktur, langfristig und verantwortungsvoll geplant. Unter Beachtung der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Interessen und am besten als zusammenhängendes Konzept, in dem keine Gegensätze, sondern ein Zusammenspiel der Interessen und Aspekte gibt. Dazu gehört dann auch ein guter Wirtschaftsstandort NRW und auch eine gute Infrastruktur als dessen Basis. Dabei ist es übrigens tatsächlich fast nebensächlich, welcher Flughafen jetzt von besonderem Landesinteresse ist oder nicht. Flughäfen sind Wachstumskerne, ja, aber große Entwicklungen finden woanders statt. Ich verweise da auch auf den Top 5 heute. Bedenken Sie bei allen Zukunftsplänen bitte, dass zum Beispiel die vielerhoffte Logistikbranche nicht die Antwort auf Strukturwandel ist, sondern im Wesentlichen neue Fragen stellt. Fragen wie in die Infrastruktur, vor allem die Rolle der Verkehrsträgerschiene, Wasserwege, Straße und natürlich auch des ÖPNV für die Mitarbeiter, und Fragen zum Flächenbedarf, der auf der anderen Seite natürlich ein Flächenverbrauch ist. Innovationen brauchen übrigens erstmal gar keine Fläche, sondern vor allem einen kreativen Nährboden. Aber wenn es um die Logistik sein soll, in NRW gibt es große Chancen bei der Revitalisierung von Flächen, riesigen Flächen. Auch ohne, dass man diese Tagebauflächen mitzählt. Flächenrecycling ist also ein entscheidendes Thema der Landesplanung. An die derzeit nicht erschlossenen Flächen müssen wir also gar nicht denken, wenn wir neue Industrien, Ansiedlungsmöglichkeiten bieten wollen. Also verabschieden Sie sich auch von New Park und vom Schwarzbau Datteln 4 gleich mit. Dann brauchen Sie auch keine Synergieeffekte mehr zwischen den beiden Dingern daran ziehen. Und eine langfristige Planung setzt auch nicht mehr auf Braunkohle, sondern lässt die Vergangenheit hinter sich und schafft die Möglichkeiten für eine dezentrale Energieversorgung. Änderungen erwarten wir auch als Reaktion auf die aktuellen prognostizierten demografischen Entwicklungen, die unter anderem die Chance bieten, Fehler der Zersiedlungspolitik zu korrigieren und Innenstädte zu stärken. Innenentwicklung vor Außenentwicklung ist ein zentraler Grundsatz bei der Landesplanung. Wir brauchen natürlich auch planerische Anpassungen an Bevölkerungsrückgänge und dürfen derart benachteiligte Regionen nicht mit planerischer Ignoranz zusätzlich strafen. Apropos Ignoranz, zur Planung zählt natürlich auch immer eine ernst gemeinte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, die nicht vermeintlicher Entbürokratisierung zum Opfer fallen darf, sondern von Anfang an entscheidungsoffen ist. Mal zu den Ausgaben. Die Ausgaben für diesen Teil des Einzelplans steigen 2014 um 8,3%. In Anbetracht dessen, dass wir den LEP gerade überarbeiten, scheinen mir die Mehrausgaben verwaltungsbedingt gerechtfertigt, zumal man den Haushalt auch schön ansieht, welche Arbeiten bereits 2013 erledigt wurden. Vielleicht an Herrn Bergmann: die Höhe der Ausgaben dieses Einzelplans haben natürlich nichts mit dem Inhalt zu tun. Also ob jetzt Windkraftwerke gefördert werden oder nicht, ist jetzt dem Haushalt hier egal. Interessanterweise beziehen sich die großen Mehrausgaben 2014 auch gar nicht auf den neuen LEP. Die Ausgaben für Sachverständigen dienen gutachterlicher Klärung vom bereits verabschiedeten Teilplan Einzelhandel.
Beim Bezug von GIS-Lizenzen können und müssen wir auch einmal über langfristige Open-Source- und Open-Data-Strategien sprechen. Und über den Regionalverband Ruhr, dessen höhere Personal- und Sachausgaben ich hier erstmal nicht bestreiten möchte, sprechen wir sicherlich auch noch einmal, aber das sicherlich auch an anderer Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung erteile ich Frau Ministerin.